Einmal ganz anders Kirchenluft schnuppern. Die 11-jährige Mia darf heute zum ersten Mal die Orgel in ihrer Heimatkirche ausprobieren. Sie spielt schon seit der ersten Klasse Klavier und ist ganz gespannt auf die Königin der Instrumente. Ich finde es total cool, dass man hier den Klang einfach umstellen kann und dann halt, ja, das Instrument an sich finde ich sehr interessant und spannend, muss ich echt sagen, weil die Orgelpfeifen auch, wenn man sich das mal so anguckt. Mia ist eins der 5 Gesichter einer breit angelegten Kampagne für Kirchenmusik. Mit dem Slogan "Mach Kirchenmusik" sollen nebenamtliche und hauptamtliche Orgelspieler gewonnen werden. Denn in den Gemeinden wächst die Not, genügend Musiker für alle Gottesdienste zu finden. Man braucht einfach mehr Menschen, die das Ganze bedienen. Und es sind ja nicht nur die Sonntagsgottesdienste, es sind ja in den Dörfern meistens auch noch Beerdigungen. Es sind Taufen, es sind Trauungen, Schulgottesdienste. Das ist ja ein ganz großes Feld, was da beorgelt werden muss. Gut, die Musikentwicklung geht auch ein wenig anders. Man hat mal eine Band, manche Gemeinden behelfen sich dann, dass den Posaunenchor bitten, den ganzen Gottesdienst zu gestalten oder den Vokalchor, wenn einer da ist. Aber das Kerngeschäft ist nach wie vor der Organist. Darum wecken Orgeltesterin Mia oder die nebenamtliche Orgelspielerin Brigitte Interesse an einem äußerst vielseitigen Instrument. Und für ältere Semester hat es noch einen gesunden Nebeneffekt. Also die Orgel fordert von mir, dreidimensional zu denken. Einmal in der Klaviatur mit 2 Händen plus noch im Pedal. Das heißt, ich muss praktisch 3 Sachen gleichzeitig bewältigen. Es ist ein wunderbarer Weg, Demenz vorzubeugen. Ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Tasten, Register und Orgelpfeifen wollen gespielt werden und nicht verstauben. Darum setzt die Kirche bei ihrer Nachwuchssuche jetzt auf die breite Öffentlichkeit. Unsere Kampagne ist dazu angelegt, dass es sich verbreitert in die sozialen Medien hinein. Deswegen haben wir 5 Filmchen gemacht. Dass ganz normale Gemeindeglieder die Karten in die Hand nehmen und auf andere zugehen. Sodass nicht nur Kirchenmusiker hinzugewinnen, sondern Gemeindeglieder oder Menschen, die Freude an der Kirchenmusik haben, dafür sorgen, dass die Kirchenmusik weitergeht und weiterhin so ein lebendiger Teil unserer Kirchengemeinde ist. Nebenamtliche für die Gemeinden, aber auch Hauptamtliche für das Studium der Kirchenmusik sollen begeistert werden. An der Kirchenmusikhochschule in Bayreuth schätzen die Studenten ihre gute Gemeinschaft und die vielen musikalischen Möglichkeiten. Selbst wenn man noch nicht weiß, was man mal genau machen möchte später oder was man werden will, dann ist das Kirchenmusikstudium eine super Basis, einfach ganz breit mal reinzuschnuppern, also überall mal zu gucken. Ist es die Chorleitung, ist es das Klavier, ist es die Orgel, ist es vielleicht Musiktheorie, Gehörbildung? Was kann ich besonders gut, was reizt mich besonders? Und dann kann man nach dem Bachelor immer noch gucken, mache ich jetzt Master auch noch Kirchenmusik oder mache ich vielleicht Master Stimmbildung oder Klavierpädagogik oder Kulturmanagement oder man kann ja auch kann alles machen, Musiktherapie. Die späteren Kantoren bieten dann wieder den Unterricht für nebenamtliche Orgelspieler an. Rund 1600 hauptamtliche Stellen gibt es deutschlandweit. Nicht jeder Dekanatskantor hat automatisch interessierte Schüler, aber wir in Bayreuth haben momentan einen kleinen Boom mit Orgelunterricht. Also meine Kollegen und ich, wir können nicht klagen über mangelnde Orgelschüler. Das war auch hier schon anders, als ich vor 10 Jahren angefangen habe. Habe ich mit 0 Schülern angefangen und habe jahrelang nur ganz wenig unterrichtet. Es ist also auch phasenweise und ich weiß von Kollegen, wo es auch gerade gut läuft und ich weiß von Kollegen, die gerade kaum Unterricht geben können dürfen. Hemmschwellen überwinden. Dazu tragen auch gerade Kinder wie Mia bei, die sich einfach mit Spaß und Pep an die beeindruckende Königin der Instrumente wagen. Also ich habe auch gehört, dass man hier Gottesdienste begleiten kann und dafür auch ein bisschen Taschengeld bekommt. Wäre nicht schlecht. Mia als zukünftige Organistin zu gewinnen, hätte auf jeden Fall auch für sie einen Win-Win-Effekt.